Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder eine Runde Warhammer 40k Deathwatch. Die Tyranid-Invasion. Und schauen wir mal, wo wir sind. Wir sind in Akt 4, Teil 3. So, dann gehen wir es gleich an. Augen zu und durch. Da wird nicht dran rumgewählt hier. We have a trace on the servo skull. However, the Tyranids have caught your scent. So. Ich muss sagen, die Aufgaben sind halt immer ein bisschen lineal. Gehe dorthin, mache das und hau ab. Also. Ja, es ist ein bisschen eintönig. Es ist halt ein Mobile Game, muss ich sagen. Aber ansonsten, strategisch gesehen, ist es eigentlich ganz gut. Nur halt ein bisschen eintönig, ne? Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte im Game und ich weiß nicht, ob ich es noch fertig mache. Weil es ist halt immer, gehe jetzt dahin und dann vielleicht nur hier extrahieren oder so, ne? Also, kommt nicht wirklich auf Abwechslung. Das würde ich schon als kleinen Minuspunkt, es ist halt ein Mobile Game, ne? Also ich sehe das als kleinen Minuspunkt, aber das Spiel an sich ist ja eigentlich sehr gut, da kann man nicht wirklich meckern. So, dann gehen wir mal davor. Keine Gegner in Sicht, das ist schon mal prinzipiell gut. Achso, hey, hallo, hier ist Platz, komm, geh, komm. Du gehst hier und du gehst hier hin und dann sind wir schon, der Gegner darf eine Runde ziehen. Schauen wir mal, wo die Scheißer kommen, bis jetzt ist es eigentlich nur friedlich. Die sind sicher da hinten, gehen wir mal hier hin. Auch nix, okay. Da ist einer. Oh, scheiße, da ist auch einer. Gut, was können wir hier tun? Wir gehen hier hin, geben einen Schuss ab. Das sind mehrere, die sind besser. Aber vielleicht kann ich den da hinten noch treffen von hier. Ich glaube zwar nicht. Nee. Entschuldigung, Leute, ist ein bisschen zu weit weg, der Scheißer. Aber gut, der wird mir jetzt schon nicht umbringen hier. Aber ein bisschen Damage geben sie halt auch. Und ja, das bisschen Damage mal X ist dann halt das, was zu viel ist. Ne? So, dass wir mal wieder mit allen durchkommen zur Abwechslung. Und nicht nur mit einem. Dreimal daneben gehauen. Du bist ein Genie. Einmal hat er aber getroffen. Oh nee, das ist der... Oh nee, das ist dieser Gefährliche. Der ist so gefährlich mit seinen Dingen. Der zieht mir das halbe Leben an. Und der trifft auch jedes Mal. Der schießt nie daneben. Oh, ein Drittel Leben hat er abgezogen, der kleine Scheißer da. So, den werden wir jetzt gleich mal vernichten. Der ist halt scheiße. Also das ist der schlimmste Gegner hier. So, komm, vernicht den, jawohl. Mit Getöse vernichtet. Oh ne, jetzt steht der im Weg. Das war jetzt nicht so ganz günstig. Müssen wir hinten rumgehen. So, dann schießt den einmal ab da. Oh, da ist noch mehr Gesindel. Wow, hält was aus. So, weg ist er. Und mit dem gehen wir auf der Seite vorbei. Der hat eine schwere Waffe, der sollte eigentlich nicht vorgehen. Das ist jetzt eigentlich taktisch gesehen nicht so der Burner gewesen. So, da vorne ist Nachschub, der muss weg, der ist gefährlich. Aber er kann jetzt auch nicht hier schießen, weil sonst trifft er ja seinen eigenen, ne? Er wird wahrscheinlich darüber. Ja. Schießt nach hinten auch raus. Das ist extrem. Was der für ein Damage macht und über diese Entfernung, ja, das ist richtig ekelhaft. Ja. Da muss man gleich loswerden. Der hat da so eine grausliche Range. Das ist das Problem. So. Lasst mich ziehen, ihr Säge. So, den vernichten wir jetzt gleich mal hier. Ich habe dieselbe Waffe, aber meine ist irgendwie deutlich schwächer. Aber beim nächsten Mal müsste er hin sein. Jawohl, scheiße. Nicht mit mir! So, jetzt werden wir den mal aus dem Weg räumen hier. Und dann gehen wir vorwärts. So, du. Oh, da ist auch noch einer. Shit. Oh shit, Frau Schmidt. Dann gehen wir hier hin. Du gehst hier hin und du
Mein Freund, ihr ist hierhin. So, und dann sind wir schon und der Gegner darf wieder eine Runde. Mal schauen, vielleicht finde ich ein bisschen bessere Waffen. Wir brauchen irgendwas, was mehr reinhaut teilweise. Oh, der trifft jedes Mal, aber zumindest macht er nicht so viel Damage. Ne? Der geht eigentlich. Das ist so ein kleiner Wicht, den sehen wir nicht einmal. Das ist halt blöd, dass man die Kamera nicht rechts, links kann, weil den sehe ich nicht mal. Wie soll ich denn jetzt anklicken? Witzbolde. Soll ich da durchklicken oder was? Oh Gott, diese Kameraführung. So, dann hauen wir da mal kräftig drauf. Der ist weg. Da hinten ist noch einer. So, dann gehe ich mal oben. Wo müssen wir eigentlich? Ja, da drüben, okay. So, dann würde ich sagen, wir gehen hier hin. Kann ich nur einmal schießen, hoffentlich. Jawohl. Oh, einmal ist besser wie keinmal. Wie sieht's bei dir aus? Kannst du auf ihn heizen? Jawohl. Bam, bam, bam. Da, der heizt ihm ordentlich ein. So, dann geh bitte auf die Seite, dass andere auch noch können. Da kann man nicht durchschießen. Jo, gut, dann würde ich sagen, wir rücken hier vor. Das kann man nicht mal anklicken, ey, weil Kameraführung ist scheiße. Also, dass man nicht rechts, links kann, wie soll ich das hier anklicken, das Feld? Das ist echt dämlich. Da musst du rauszoomen. Das ist wirklich dumm gemacht. Also die Umsetzung vom Mobile auf dem PC, naja, sag ich mal, typisch halt. Nicht sehr gut. Was ist das hier? Ja, das muss ich bergen. Sieht aus wie eine Waffe. Oh, wow, wow. Naja, gut, er kann nur einmal. Und der schießt jetzt viermal drauf. Ach du Kacke. Wird schon halb. Aber der schleicht sich immer. Das ist einer, der haut immer ab und geht in Deckung. Das ist nicht mal so schlecht, weil dann greift er nicht dauerhaft an. Der hat ein bisschen Angst, kommt mir vor. Also zumindest sieht es so aus. So, dann gehen wir mal daher. Und heizen hier mal den Hässlichen hier ein. So, können wir noch? Können wir oder nicht? Nein. So, dann gehen wir ein Stück runter. Wir müssen hier den anderen auch nur platt machen. Nicht nur den einen. Oh, der hat gut gesessen. Der auch. Sehr schön. Dann gehen wir aus dem Weg, dass andere auch nur vorbei können. Dass man den gerade nur anklicken kann, hä? So, können wir da runterheizen? Nö. Gut, dann gehst du hier hin. Der hat Glück, da kann keiner hinheizen. So dumm ist die KI, also mit Sicherheit nicht hier. Der kommt jetzt vor wahrscheinlich, schießt ein, zweimal und dann verpisst er sich wieder. Schätze ich mal. Oder? Wo geht er hin? Der hat Angst. Der hat Schiss vor uns. Gut, wenn da vier Schwerbewaffnete auf dich zulaufen, würde er auch nicht unbedingt reinrennen. So, dann gehen wir mal da runter. Bergen wir die Waffe hier. Oder whatever das ist. Oh. Gegner. So, und hier ist wahrscheinlich der Extraktionspunkt. Erreiche den Servoskull. Yeah. Da ist der Extraktionspunkt. Sind wir da nicht hergekommen? Mal gucken. Da sind wir hergekommen. Gut, das heißt, ich muss einfach nur retour gehen. Das sollte machbar sein. So, den kann man gleich mal einreizen hier. So. Allerdings muss ich jetzt sagen, wir müssen den loswerden da unten. Der ist nämlich scheiße. Gefährlich hier. Jawohl, so jetzt heiz mal rein da. Komm, einmal darfst du noch. Okay. Ja gut, gehen wir wieder zurück. Bringt's ja nicht. Dass wir hier lange rumeiern. Oh, shit. Wir haben Besuch. Gut, einmal schießen kann der. Nein, vielleicht ist er tot. Jawohl. So, hier wird es ein bisschen auf den Latz geben, aber es sollte erträglich sein, der Damage. Oh Gott. Ja gut, er macht Nahkampf. Das macht es aber jetzt nicht unbedingt besser, weil der trifft nämlich ganz gut bis jetzt. Oh. Zweimal getroffen, einmal daneben. Dreimal getroffen, einmal daneben. Guten Schnitt hat er, der Scheißer. Leider, leider, leider. Und hässlich ist er auch. Das muss man auch sagen. Ja, wo kommst denn du her?
Ja, gut, das ist zum Überleben. So, mein Zug, mein Zug, mein Zug. Wir werden den hier nehmen. Komm, mein Blatt. Jawohl, so, und jetzt hauen wir ab, Jungs. Wir hauen ab. Ach komm, ey, das ist so scheiße zum Anklicken hier. Kameraführung ist unter aller Sau. Das ist wirklich nervtötend. So, du kannst hier nur hingehen. So. Du, gehst mal hier hin. Schau mal, ob da unten noch was ist. Das sieht eigentlich gut aus. Dann würde ich sagen, du machst den hier platt. Und dann gehen wir weiter. Wir müssen zum Ausgang, Leute. Wir müssen zum Ausgang. Jo, bis jetzt geht's eigentlich ganz gut. Jetzt ist die Frage, wie viele kommen noch nach? Da werden sicher Feinde nachkommen. Der Gegner zieht auch, also Feinde sind definitiv da. Die Frage ist nur, wo? Hier sind sie, okay. Ja, es ist zum Überleben, aber okay. So, der kann, glaube ich, nicht mehr, oder? Kameraführung ist nicht vorhanden. Wenn der Gegner zieht, hast du da nichts zu schwenken. Das ist richtig ungut. So, dann gehen wir hier mal weiter. Du gehst hier hin. Der hat das Ding, der muss ein bisschen aufpassen sozusagen. So, du gehst hier hin. Du haust den um. Hallo, du haust den um. Hallo, du haust den um. Na, endlich. So, heiz rein da in diesen hässlichen. So, der ist weg. Ein Schritt vor. Du haust den da um. Und dann gehen wir nur zwei Schritte vor. Ich hoffe, da sind jetzt nicht 50 Gegner. Naja, der da, okay. Jo, und da unten sind wir schon da. Diesmal kriegen wir alle durch. Also behaupte ich mal, ich denke, da wird jetzt nicht mehr so viel schief gehen. Der darf jetzt einmal angreifen. Ja, den hauen wir auch gleich um. Die stehen sich gegenseitig schön im Weg. Der haut auch nur daneben. Wunderbar. So, mein Zug schon. Mehr ist nicht mehr da von denen. Dann machen wir die gleich mal beide hier platt. Zumindest den da. Der kann jetzt ein paar Mal angreifen. Das ist das Blöde. Und ich kann dann nur... Na? Gehst jetzt oder nicht? Das ist das Blöde. Wenn du das anklickst, was im Weg ist, wegen der Kameraführung, dann haut das halt nicht hin. Wir gehen da rechts rum. Und ja, schauen wir mal. So, du gehst hier. Du gehst hier. Und du schleichst hier nach. Los geht die Party. Der kann jetzt viermal den angreifen. Das ist zwar scheiße, aber überleben sollte er es. Und es reicht, ja. Vielleicht haut er zweimal daneben. Zwei Treffer, Gott. Drei Treffer. Vier Treffer. Boah, das ist eine Ratte hier, der Scheißer. Und da kommt auch schon Verstärkung, dummerweise. Aber der kann nichts mehr machen. Ich muss den irgendwie abziehen hier. Das ist so ein Schlüsselding, ey. Der steht da wie der Fels in der Prangung. Und das ist nicht gut, weil der kriegt alles ab hier. Noch dazu ist das nicht gut gelevelt da. Das heißt, den da jetzt. Ja, und dann auf die Seite bitte, dass andere auch können. Ja, das war nicht auf die Seite, aber okay. So, dann gehen wir hier hin. Versuchen wir den jetzt zu vernichten. Das hat geklappt. Dann gehen wir hier hin. Ich klicke hier hin. Habt ihr das gesehen? Und er geht hier hin. Diese Scheißsteuerung, weil dieser Mist hier im Weg ist. Ey. Das ist so behindert, diese Steuerung. Das ist echt nervtötend. Ey. Also die Steuerung ist einfach scheiße. Wieso kann ich nicht rechts, links da die Kamera schwenken? Das ist echt... Mies ist das. Mies. Ah, hier geht's. Ja, Mann. Holy shit. Okay, ich hab's, Leute. So, Zug beenden. Jetzt darf der Gegner. Da unten ist noch einer. Shit, 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 shit. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht zu viel auf den. Nee, sie gehen auf den. Damit kann ich gerade nur leben, weil der hat mehr Leben wie der da. So, der trifft auch schön daneben, aber der haut wieder ganz gut rein. Ah. Da ist auch nur so ein Fetter da, oder? Sieht man wieder nix, ey. Nicht mal die eigenen hier. So. Das ist hier. Okay. Heiz dem ein. So, der ist weg. Gut, dann gehe ich mal einen Schritt vor, dass der hier vorbei kann. Wir gehen schon mal Richtung Ziel. Mal schauen, was da hinten nur so ist. Da ist nichts außer dem, das geht. Heizen. Schön einheizen hier. Wir kriegen XP. Dem auch. Der ist hässlich. Zeigt's ihm, wo es lang geht. So, da hinten ist eh keiner mehr. Du bist der Letzte. Du gehst schon mal auf den Zielpunkt. Da sind nur drei Zielpunkte.
Aber ich habe 5 Leute. Das ist auch ein bisschen. Ja. Okay, sage ich nur drauf. Man muss wahrscheinlich das hier hinbringen und dann haben wir gewonnen. Jawohl. Haut hin! Also, wir haben es geschafft. Nice one. Sick. Schön XP hier. Ja, der erntet gut. Der erntet sehr gut hier. So läuft es, so läuft es. Vielleicht können wir jetzt etwas Vernünftiges freischalten mit ihm. Grave Gun. Die sieht ja super nützlich aus. Ziel verliert im nächsten Zug 2 AP. Hm, könnte aber auch nicht so schlecht sein. Aber meistens töte ich sie ja und verwunde sie nicht. Von daher weiß nicht, ob die so nützlich ist. Muss man ein bisschen vergleichen. Kann nicht schaden, Space Marine. Schauen wir mal. Also, der hat so viele XP. Kann er da was Vernünftiges freischalten? Das könnte ich freischalten. Schau mal, was das ist. Töten eines Feindes bringt eine 20% Chance auf Rückerlangung von 1 AP. Das ist einmal nicht so schlecht. Was ist das? Einmal alle Züge, 100% Genauigkeit für eine Runde. Naja. Einmal alle 2 Züge übertrage alle. Ja, warte mal, 100% Genauigkeit ist nicht so schlecht, weil dann trifft er richtig. Übertrage alle AP. Das ist nicht so schlecht, Leute. Ich hab's mal überlegt, das ist eigentlich richtig gut. Das nehme ich. Das nehme ich doch glatt. So, jetzt hat er nur 1300. Können wir dann nur. Nö. Nö, 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 nö. Der ist schon relativ gelevelt. Wer kann. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.